dem mein Vater verstarb, habe ich mich dem Schutz meiner Mutter verpflichtet. Aber dann vor einem Jahr, als ich als Forscher bei der G-Corporation tätig war, wurde meine Mutter getötet und ihr Tod als Unfall verschleiert. Nun gab es niemanden mehr, den ich beschützen konnte. Als es mir richtig schlecht ging, bekam ich plötzlich eine E-Mail. Wenn du wissen willst, was wirklich passiert ist, musst du meine Daten aus dem Labor der G-Corporation stehlen. Scheinbar kam die E-Mail von Emma Cleason. Meine Mutter hatte diese E-Mail aufgesetzt, bevor sie starb. Und selbst wenn die E-Mail eine Falle war, was hatte ich schon zu verlieren? Ohne zu zögern, brach ich also in das Labor ein. Und dann? Don't move! Okay, capture the intruder. Kommt nicht in Frage. Das war ganz schön knapp, Leo. Nein, das kann nicht sein. Papa? Was? Habe ich etwas im Gesicht? Du Spinner! Papa, du bist es wirklich. Ja, ich bin es. Dein Vater Niklas Cleason, wie er lebt und lebt. Du warst am Leben und hast uns die ganze Zeit über nicht Bescheid gesagt? Es tut mir so leid. Aber unterhalten wir uns später darüber. Ich habe die Daten deiner Mutter. Komm jetzt, lass uns hier verschwinden. Okay. Hier lang!